Heute machen wir mit der karibischen Pfanne weiter. Dazu brauchen wir einmal Schweinegeschnetzeltes. Parallel dazu liegt hier auch schon der Reis fertig. Das Wasser fängt gleich schon an zu kochen. Dann haben wir hier Kokosmilch, Paprika, rote Paprika, das Auge ist ja mit. Dann haben wir Ananas und hier den Ananassaft. Ich habe den einfach mal nicht weggeschüttet. Da kann man vielleicht gleich noch das Ganze lecker mit abschmecken. Dann haben wir hier einen Mix aus normalen Zwiebeln und Frühlingszwiebelchen. Wir haben hier 6 Teelöffelchen Currypulver, Salz, das muss man nach Belieben danach abschmecken, und Pfeffer. Für die karibische Pfanne habe ich jetzt mal einen Wok genommen. Man kann das natürlich auch in einer normalen Pfanne machen. Aber da das da doch einige Zutaten sind, ist das, denke ich, hier aufgrund der Füllmenge ein bisschen praktischer. Wir tun dann hier einfach Butares rein. Also Butterschmalz. Warten wir, bis es schön heiß ist. Jetzt kann das Geschnetzelte schon in die Pfanne. Das Geschnetzelte wird dann zusammen mit den Zwiebeln angebraten. Oftmals brät man ja die Zwiebeln vor dem Fleisch an, aber hier ist es tatsächlich so, dass man es gemeinsam mit dem Fleisch macht. Das Geschnetzelte kann ich jetzt auch schon mal ein bisschen würzen, einfach mit Salz. So, jetzt geht es weiter. Das Geschnetzelte ist gut angebraten. Jetzt kommen die Paprika rein. Die lassen wir jetzt auch noch ein ganz kleines bisschen andünsten. Dafür ist natürlich der Wok ganz schön. Jetzt kann man mal kurz den Deckel zumachen. Schon die Kokosmilch. So, das waren jetzt 800 ml Kokosmilch. Die kriegt ihr natürlich in jedem herkömmlichen Supermarkt. Das liegt auch so ein bisschen dran, für wie viele Personen kocht ihr, mögt es gerne mit viel Soße oder wenig Soße. Wir haben gerne viel Soße, also sind hier 800 ml Kokosmilch drin. Dann kann auch schon hier das Currypulver gegeben werden. Und wenn man das Ganze ein bisschen binden möchte, dass die Soße also etwas dicker wird, würde ich Kartoffelmehl empfehlen, da diese Soßenbinder der unterschiedlichsten Marken, die doch auch noch einen eigenen Geschmack haben, habe ich hier einfach mal Speisestärke angerührt, einfach mit ein bisschen Wasser und fertig. Wer es gerne scharf mag, kann auch das Ganze noch mit Sambal Oelek verfeinern. Vielleicht so ungefähr einen Teelöffel, das sollte dann eigentlich schon genügen. Kommt aber auch hier wieder ein bisschen auf die Masse an. So, und jetzt lassen wir das Ganze noch ein bisschen brutzeln. Und dann ist es auch gleich schon fertig. Das hätte ich fast noch vergessen. Und zwar haben wir ja hier noch den Ananassaft. Also wer den Geschmack von Ananas gerne hat, der kann das hier natürlich noch ein bisschen verfeinern. Dann kommt dem Gericht auch noch so eine gewisse Süße hinzu.
jetzt kocht die karibische Pfanne und wir können die Speisestärke dazu tun, damit die Soße ein bisschen dickflüssiger wird. Gut, Rührer dabei. So, die karibische Pfanne ist jetzt auch schon fertig. Man kann das jetzt natürlich noch ein bisschen verfeinern, je nach Geschmack. Sambal Oleg, wie gesagt, kann man noch dazu hinzufügen. Und jetzt warten wir noch auf den Reis und dann richten wir alles schön an und dann kann der Urlaub beginnen. So, die karibische Pfanne ist jetzt fertig. Wir haben das Ganze noch ein bisschen mit Kokosraspeln verfeinert. Und ich würde sagen, jetzt könnt ihr es euch schmecken lassen und genießt euren Urlaub zu Hause.